Damit geht es im Programm gleich weiter. Wir versuchen, den zeitlichen Rückstand ein klein bisschen wieder aufzuholen. Mit unserem nächsten Referenten, Russ Ballon aus den USA. Russ ist 1948 in Detroit geboren worden und ist eine Art Legende, denn Russ hat viele Jahrzehnte lang als, ja man kann sagen, investigativer Journalist und Forscher in verschiedensten Erscheinungsformen des US-amerikanischen Faschismus gewirkt und aufgeklärt, hat sich eingeschlichen, kann man sagen, undercover in verschiedenste bedeutende faschistische Organisationen, die es in den USA gibt. Die Aryan Nation wäre hier zu nennen, aber auch das, die World Anti-Communist League, die uns noch öfter heute begegnen wird. Russ hat sich dort umgesehen, hat sich dort umgehört und wichtige Erkenntnisse und Eindrücke sammeln können darüber, wie diese Netzwerke in den USA funktionieren, welche Aufgaben sie haben, aber auch wie dort Nazi-Kollaborateure, einige Namen haben wir ja schon gehört, integriert wurden und der US-Außenpolitik dienstbar gemacht wurden, vor allem auch mit Schnittstellen oder in Schnittstellen zwischen diesen Emigrantennetzwerken, Kollaborateuren und der Republikanischen Partei der USA. Nicht unerwähnt lassen möchte ich, dass Russ politisch engagiert ist, und zwar in der US-Antikriegsbewegung, sich dort einsetzt gegen US-Interventionskriege und auf Seiten der vom US-Militär und der NATO überfallenen Länder. Das finde ich persönlich ganz wichtig, dies zu erwähnen, denn das macht auch deutlich, man kann einerseits forschen, aber andererseits aus diesen Ergebnissen dann auch Erkenntnisse ziehen und die politisch umsetzen. Das ist auch Ziel der Tageszeitung Junge Welt. Insofern freue ich mich ganz besonders, Russ hier bei uns heute begrüßen zu dürfen. Bitte kommt zu uns. Russ wird zum Thema Banderisten als Instrumente der USA und der NATO im Kalten Krieg zu uns sprechen. Ich bin gespannt. Herzlich willkommen. Los geht's. Vielen Dank. Also bin ich angeschossen. Ja, schönen guten Tag zunächst mal. Ich werde ohne jede Vorrede sofort zur Sache kommen, denn das Thema muss wirklich voll erfasst werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es nur noch zwei Mächte, die die zerstörten und verwüsteten Nationen Europas und ihre schwindenden Kolonialreiche beherrschten. Von diesen beiden hatte die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken durch die Invasionen zahlreicher nationaler Armeen den Verlust von Dutzenden Millionen Menschen und überschwemmten Landschaften erlitten. Bei der Abwehr von Millionen von Soldaten besiegten sie zwei Drittel der Wehrmacht, die durch Armeen aus Italien, Finnland, Rumänien, Spanien, Ungarn und Kroatien ergänzt worden war. Ein gigantischer Sieg. Die Vereinigten Staaten verloren beim Sieg weniger als 300.000 Soldaten, beim Sieg über Japan und die anderen Achsenmächte. Und das US-Territorium blieb von jeglichen Kriegsspuren verschont. Ihre Wirtschaftskraft war unübertroffen, ebenso wie die neue Atommacht und die globale Ausdehnung ihrer militärischen Streitkräfte. Als sich der Krieg dem Ende zuneigte, begannen die US-Behörden zu überlegen, wie sie ihren Verbündeten unterminieren könnten, damit die USA nach dem Krieg die Vorherrschaft auf dem gesamten Planeten übernehmen könnten. So begann die stille Rekrutierung von Nazi-Militärfähigkeiten durch die USA, von Generälen bis hin zu multinationalen US-Einheiten. Begannen die Armeen der Vernichtungstäter, sich auf die US-Macht auszurichten. Der Marsch zum Aufbau des sogenannten amerikanischen Jahrhunderts, Ende des Zitats, begann. Für unsere heutigen Zwecke betrachten wir die Folgen eines Elements dieser Geschichte, die Verflechtung der ukrainischen Nazis mit dem amerikanischen System und die Art und Weise, wie das politische System der USA so gestaltet wurde, dass es ein Kriegssystem schuf, das mit den Verbündeten der Nazis kompatibel war.
Am Ende des Zweiten Weltkrieges war die amerikanische Öffentlichkeit der Meinung, dass die UdSSR ein geachteter Verbündeter sei. Man wollte auch nicht auf einem Kriegsfuß bleiben. Um die UdSSR herausfordern zu können, musste die herrschende Klasse zunächst die öffentliche Meinung ändern. Es begann mit der Churchill-Truman-Wahlkampfrede im Jahr 1947, als ein sogenannter eiserner Vorhang über Europa gefallen war und der Westen der UdSSR in einen kalten Krieg aggressiv eintreten müsse. Natürlich hatte die amerikanische Öffentlichkeit eine Ahnung, dass die US-Streitkräfte zu westlichen Aktivposten wurden oder dass die USA banderistische Kräfte einsetzen, um den Krieg in der Ukraine noch Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in großem Stil fortsetzen. Mit der Rede von dem eisernen Vorhang begann die gezielte Umgestaltung der öffentlichen Meinung in Amerika. Die Ausschüsse des Kongresses begannen, Gruppen und Einzelpersonen mit linker Politik zu verfolgen, um die öffentliche Meinung gegen linke Politik aufzuwiegeln. Einige Linke wurden wegen ihrer Zugehörigkeit inhaftiert. Dies führte in den 1950er Jahren zur Bildung von Anti-Rot, antikommunistischen Gruppen. Gruppen, die sich gegen den Krieg der USA gegen Hitler gewandt hatten, befürworteten nun den Krieg gegen die UdSSR. In den Gewerkschaftshäusern, an den Universitäten, in den Regierungsbehörden und in Hollywood gab es immer wieder Säuberungen gegen Linke, die von Politikern vorangetrieben, in der Presse gefördert und von der Wall Street unterstützt wurden. Ein solches Beispiel war der American Security Council, also der amerikanische Sicherheitsrat. Er wurde 1955 von Robert Wood gegründet, dem Vorsitzenden einer großen Einzelhandelskette, der vor dem Zweiten Weltkrieg das achsenfreundliche America First Committee geleitet hatte. Er hatte den Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg im Bündnis mit US-Nazi-Gruppen bekämpft. Seine America First-Gruppe glaubte, dass Hitler den Krieg gewinnen würde. Nachdem Hitler den USA am 11. Dezember 1941 den Krieg erklärt hatte, ging das America First Committee in den Untergrund, um den Sieg Hitlers abzuwarten und ihn dann zu begrüßen. Aber 1955 gründete Wood den amerikanischen Sicherheitsrat, um linke Gewerkschaftsmitglieder und Aktivitäten zu überwachen. Zumindest war das die Hauptlinie der Erklärung. Zumindest war das der Deckmantel. Er begann auch mit der Durchführung von nationalen militärisch-industriellen Konferenzen, um die Industrie, das Pentagon und die CIA an einen Tisch zu bringen, um die Öffentlichkeit für einen Krieg mit der UdSSR zu begeistern. Sie rechtfertigten aktiver gewaltige US-amerikanische Verluste, um ihre Ziele zu erreichen. An diesen Konferenzen nahmen die wichtigsten Kräfte des amerikanischen Kapitals teil, darunter die National Association of Manufacturers und die US Chamber of Commerce. Militärische Auftragnehmer waren allgegenwärtig. Ein weniger beachteter Teilnehmer war jedoch Martin Blank bei diesen Konferenzen. Von 1942 bis 1945 war Blank der Vertreter der Ruhrlade, einer geheimen Gruppe von Industriellen, die den Aufstieg Hitlers finanziert hatten. Noch 1959 vertrat Blank die deutsche Industrie auf den Konferenzen des amerikanischen Sicherheitsrates. Im Zuge der Verflechtung der politischen Kräfte der USA und der Nazi-Achsenmächte siedelten die USA Tausende von Veteranen osteuropäischer US-Einheiten in die USA um. Zehntausende von ihnen, Führer und Mitglieder des ungarischen Pfeilkreuzes, der bulgarischen Legion, der kroatischen Ustascha, der lettischen Legion und der Organisation ukrainischer Nationalisten, wurden Staatsbürger in den USA. Bald wurden sie zum ethnischen Arm der regierenden Republikanischen Partei, bekannt unter diesem Namen Republican Heritage Groups Council. Einige Führer dieser Gruppierung hatten in ihren Herkunftsländern Kriegsverbrechen begangen. Einige Beispiele dafür sind
Laszlo Pastor, der Gründungsdirektor des Heritage Groups Council der Republikanischen Partei. Er war ein Jugendleiter der Pfeilkreuzler. Als das Pfeilkreuz im Oktober 1944 die Macht über die ungarische Regierung übernahm, wurde Pastor nach Berlin geschickt, um als Verbindungsmann zwischen Hitler und der Pfeilkreuzregierung zu fungieren. Nach seiner Ankunft in den Vereinigten Staaten wurde er in der Republikanischen Partei aktiv. 1968 versprach Richard Nixon Pastor, dass er im Falle seines Sieges bei der Präsidentschaftswahl in diesem Jahr den Heritage Groups Council zu einer ständigen Einrichtung des Republican National Committee machen würde, die sich um ethnische Belange kümmerte. 1969 wählte Pastor die Gruppen, die den Rat bilden sollten, und zwar aus den faschistischen Emigrantennetzwerken heraus. Die bulgarische Nationale Front wurde ausgewählt, um die bulgarischen republikanischen Clubs zu bilden. Die Nationale Front ging aus der bulgarischen Legion hervor, die im Krieg mit dem Dritten Reich verbündet gewesen war. Der Leiter der Front, Ivan Dodschew, wurde Leiter des bulgarischen republikanischen Clubs. Dodschew gründete in den 1930er Jahren eine Jugendgruppe in Bulgarien. Im Jahr 1934 traf er sich mit Adolf Hitler und Alfred Rosenberg. Anschließend gründete er die bulgarische Legion, deren Zeitung Prelom trug ein Hakenkreuz im Impressum. Die Legion rief zum Vorgehen gegen Juden auf. Dodschew, mittlerweile US-Bürger, ermittelte, also gegen ihn ermittelte später das US-Justizministerium wegen möglicher Kriegsverbrechen, die er als Bürgermeister in Bulgarien während des Zweiten Weltkriegs begangen hatte, aber es wurde nie Anklage gegen ihn erhoben. Der Exekutivdirektor des Heritage Groups Council, Radislavov, war ebenfalls Mitglied der Nationalen Front. Er war auch in anderen Gruppen mit eindeutig nationalsozialistischem Charakter aktiv. Ein weiteres Gründungsmitglied des Republican Heritage Groups Council war Nikolas Nazarenko, der sich selbst als Generalmajor einer Kosakengruppe von Veteranen einer SS-Einheit im Zweiten Weltkrieg bezeichnete. In einem 7-stündigen Interview, das ich mit ihm führte, brachte er seinen Hass auf Russen und Juden zum Ausdruck. Er zeigte mir einen Koffer mit Material, das er bei sich trug. Überall hin, gefüllt mit Literatur über das, ich zitiere, das Judenproblem, sowie mit Kosakenpublikationen und seinen Erinnerungsstücken aus dem Zweiten Weltkrieg. Er war Offizier in einer Kosakeneinheit unter SS-General Helmut von Panwitz. Nazarenko zeigte mir seinen deutschen Offiziersausweis, Fotos seiner Einheit in Uniform mit Hakenkreuzen und den Nachweis über eine Rente, die er von der deutschen Regierung für seinen Kriegsdienst erhielt im Jahre 1985 noch. Er sagte, dass andere Kosaken ihn beschuldigt hätten, Juden in Odessa gehängt und sowjetische Soldaten hingerichtet zu haben. Er wies diese Anschuldigungen zurück. Er gab aber auch an, dass er in einer Reihe von nationalen Neonazi-Gruppen in den USA aktiv war, die ihn mit Heil Hitler begrüßten, weil er ein SS-Offizier gewesen war. Und das ist die Republikanische Partei. Alex Askenow, ein weiterer Kosakendelegierter, sagte nur so viel, dass er von 1939 bis 1945 in Berlin gearbeitet habe. Nach dem Krieg sei er nach Südamerika geflohen und kam dann in die USA, um am amerikanischen Atom-U-Boot-Programm mitzuarbeiten. Der rumänische Republikanische Club wurde vom Anführer der Eisernen Garde, Florian Galdau, geleitet. Bei einem Gespräch im Jahr 1985 beklagte er die Ausweisung von Valerian Trifa, einem rumänischen Geistlichen, der 1984 aus den USA ausgewiesen worden war, weil er an einem dreitägigen Amoklauf der Eisernen Garde in Bukarest beteiligt war, bei dem Juden getötet wurden, was Trifa zum Teil eigenhändig gemacht hatte. Später kam Trifa in die USA und übernahm den Hauptsitz der rumänisch-orthodoxen Kirche in Michigan mit physischer Gewalt und ernannte sich selbst zum neuen Erzbischof. Dabei wurde er offenbar von der US-Regierung unterstützt.
Trifa begann dann damit, in den Kirchen in den USA Priester der Eisernen Garde einzusetzen. Gal Dau war einer dieser Priester, der nach New York City geschickt wurde. Zunächst hatte er aus Nachkriegsrumänien für die BBC in London Sendungen in rumänischer Sprache nach Rumänien übertragen. In New York war es seine Aufgabe, rumänische Einwanderer, die in die USA kamen, für die Eiserne Garde zu rekrutieren. Er behauptete, er habe 20.000 Einwanderern bei der Umsiedlung geholfen. Unterstützt wurde er dabei von Umsiedlungsorganisationen mit historischen Verbindungen zur CIA. So wurde die Eiserne Garde in den USA aufgebaut. Der Belarusian Republican, der weißrussische republikanische Club, wurde von der Belarusian American Association gegründet. Diese BAA ihrerseits wurde gegründet, um die Aktivitäten der umgesiedelten Mitglieder des Zweiten Weißrussischen Kongresses fortzusetzen. Diese Gruppe traf sich im Juni 1944 in Minsk unter der Schirmherrschaft der SS. Alle Teilnehmer wurden im Vorfeld von der Gestapo auf ihre Loyalität zu Deutschland überprüft. Im Jahr 1944, einer der Teilnehmer, Franz Kuschel, war ein früher Führer dieser BAA. Er war ein SS-Generalmajor, der 40.000 Juden im Jahr 1941 ermordet hatte. Ein anderer BAA-Führer, Stanislav Stankiewicz, errichtete als Bürgermeister von Borisow ein ummauertes jüdisches Ghetto und ermordete 7.000 Einwohner an einem Tag. Er ist einer dieser Führer der belorussischen Gruppe. Chester Nadzuk, ein Delegierter des Rates der Denkmalschutzgruppen, war einer der Teilnehmer des zweiten Gesamtbelarussischen Kongresses 1944. Ein weiterer Teilnehmer der Heritage Groups, Josef Arziuch, der technische Dienste für ein großes US-Militärunternehmen leitete, stammte ursprünglich aus Weißrussland nach dem Zweiten Weltkrieg, lehnte es jedoch über seine Vergangenheit mit mir zu sprechen. Walter Meljanowitsch, der Vorsitzende der Republikaner in Weißrussland, beschwerte sich bei mir, dass das US-Justizministerium gegen seine Freunde wegen Nazi-Kriegsverbrechen ermittelte. Und er wollte, dass die Ermittlungen eingestellt würden. Die Slowakei war ein Achsenstaat, der 1939 vom Dritten Reich gegründet und von Monsignor Josef Tiso geleitet wurde. Am Tag nach Hitlers Kriegserklärung an die Vereinigten Staaten erklärte das slowakische Regime den USA den Krieg. Ehemalige Mitglieder der Tiso-Regierung bildeten den Slowakischen Weltkongress in Toronto. Und sie sind mit dem Rat der Heritage Groups der Republikaner. Der ehemalige Tiso-Diplomat Josef Mikus ist ein Delegierter der slowakischen Republikaner geworden. Er sagte mir in einem Gespräch, die USA hätten sich im Zweiten Weltkrieg nie mit der UdSSR verbünden sollen, weil Hitler dann die UdSSR hätte besiegen können. 1985 wünschte er sich immer noch einen Sieg Hitlers im Zweiten Weltkrieg. Der Vorsitzende der slowakischen Republikaner, der verstorbene Metod Balko, organisierte jährliche Gedenkveranstaltungen in New York City zum Jahrestag der Gründung des slowakischen Tiso-Regimes. Niemand im slowakischen republikanischen Club oder im slowakischen Weltkongress verurteilt die Rolle der Tiso-Regierung bei der Ermordung von 75.000 Juden durch die Hlinka-Garde, eine slowakische Einheit nach dem Vorbild der SS. Einer ihrer obersten Befehlshaber, Josef Kirchbaum, wurde einer der Führer dieses Kongresses, also einer der Kommandanten der Hlinka-Garde. Er gab eine Publikation heraus, in der er einmal dazu aufrief, die objektiven Konsequenzen zu erfahren, die objektiven Schlussfolgerungen zu erfahren, warum die Juden massenhaft ermordet wurden. Es gab keinerlei Entschuldigung dafür. Die kroatischen Ustascha-Republikaner ließen in einem republikanischen Kalender besondere Tage des Jahres zum Gedenken an den von ihnen geschaffenen kroatischen NS-Staat abzudrücken. 1941 gegründet.
In diesem Festkalender sollte das erinnert werden. Dieser Staat hörte nach der Niederlage der Achsenmächte auf zu existieren, aber nicht vor der Ermordung von 750.000 Serben, Juden und Zigeunern durch die Ustascha, von denen viele bei lebendigem Leib in brennenden Öfen vernichtet wurden. Der Vorsitzende der Republikanischen Partei unterzeichnete den Gedenkkalender zu Ehren des Ustascha-Staates. Die Geschichte von Philip Guarino kann nicht auf den Heritage Groups Council beschränkt werden. Da er jedoch einer der Gründer der ethnischen Abteilung der GOP, also der Republikanischen Partei, war und regelmäßig in den Angelegenheiten des Rates aktiv war, habe ich den Bericht über den zeitgenössischen Faschismus mit dem Hintergrund des verstorbenen Guarino vervollständigt. Viele von euch kennen wahrscheinlich die Geschichte der Freimaurerloge P2, also P2, und den Einsatz des faschistischen Terrors in Italien in den 1970er Jahren. Die hochgeheimnisvolle Loge bestand aus faschistischen Führern, hohen Vatikanagenten, italienischen Geheimdienst und Polizeibeamten und Mafiakönigen, Bosse, die alle Verbindungen zur CIA hatten. Durch Bombenanschläge, Attentate und willkürliche Gewaltakte verbreiteten sie Terror. Sie gaben der Linken die Schuld, um massive Repressionen zu rechtfertigen, da der Einfluss der Linken in ganz Italien zugenommen hatte. Der Großmeister von P2 war Licio Gelli, ein glühender Anhänger Mussolinis vor dem Zweiten Weltkrieg und wahrscheinlich bis zu seinem Tod. Er korrespondierte mit Guarino, der in Washington D.C. lebte, wo er durch seine zahlreichen Verbindungen Einfluss ausübte, insbesondere in der Republikanischen Partei. Auch der Vatikanbankier und Mafiabankier Michele Sindona stand mit Guarino in Kontakt, als dieser wegen Drogenhandels in New York angeklagt wurde. Als italienische Ermittler die P2 und ihre Rolle beim Terror aufdeckten, wurde auch die Verbindung zu Guarino aufgedeckt. Obwohl die extremsten Elemente, über die wir gesprochen haben, der Republikanischen Partei zuzuordnen sind, hat sich auch die Demokratische Partei in den USA von Anfang an für den Kalten Krieg engagiert. Sie begann den Koreakrieg, der zur ersten militärischen Niederlage der USA führte. Ein Jahrzehnt später erklärte sie den Krieg in Vietnam, in dem eine halbe Million Soldaten eingesetzt werden sollten. Da junge Männer zum Militär gezwungen wurden, waren Millionen von Haushalten von diesem Krieg betroffen. Als Reaktion auf den brutalen und langwierigen Vietnamkrieg schwächten eine starke Antikriegsbewegung und ein kultureller Wandel die Militanz des Kalten Krieges in den USA. Von der Jugend der Arbeiterklasse bis hin zu den Eliten. Anfang der 1970er Jahre war die Antikriegsbewegung stark und mit den Bewegungen gegen die weiße Vorherrschaft und das Patriarchat verbunden. Doch die Kräfte der Reaktion hielten stand. Aber ihre Appelle an den extremen Antikommunismus des Kalten Krieges hatten keinen Bestand mehr. Sie schufen daraufhin Bewegungen, die sich mit religiösen Appellen an traditionelle Werte gegen den Wandel der sexuellen Sitten, das Schrumpfen der Gesetze gegen weiße Vorherrschaft und gegen die wachsende Rolle der Frauen im gesellschaftlichen Leben wandten. Und sie arbeiteten heimlich und leise mit dem militärisch-industriellen Komplex zusammen, um die nationale Politik zu verändern. Das führte letztlich zur Wahl von Ronald Reagan im Jahr 1980. Die Führung und die Geldgeber der Gruppen, die Reagan zur Wahl verholfen hatten, gründeten rasch den Council for National Policy, CNP, um das Wachstum der protofaschistischen Kräfte in den USA zu koordinieren und zu finanzieren. Der CNP, dieser Rat für nationale Politik, war eine geheime Mitgliederorganisation, deren Mitglieder nicht einmal den Namen der Gruppe erwähnen durften. Die Mitglieder setzten sich aus den führenden Vertretern religiösen und politischen Kräfte zusammen, den hyperkapitalistischen Interessengruppen und den wichtigsten Geldgebern der extremen Rechten, sowie aus einigen vertrauenswürdigen gewählten Politikern zusammen. Ihre geheimen Treffen dienten dazu, die Politik und den Aufbau rechter Bewegungen unter den Führungskräften der Rechten zu koordinieren und sie mit den Geldgebern abzustimmen. Die religiös-politische Führung vertrat eine neue Form der unpolitischen Weltanschauung, die davon ausging, dass die Vereinigten Staaten eine göttlich gesalbte Nation seien, die über die Nationen der Erde herrschen und regieren sollte.
Sie hatten Zellstrukturen aufgebaut, um unauffindbare Macht zu schaffen. Einige operieren heute in vielen Ländern. Als sich die UdSSR auflöste, schickte allein ein Ministerium eine ganze Schiffsladung mit Rekrutierungsmaterial nach Russland. Außerdem dürfen sie Gebetsfrühstücke im Pentagon abhalten, in der Hoffnung, dass sich das amerikanische Militär mit ihren internationalen Aufträgen oder Missionen verbündet. In einer postsowjetischen Welt sehen sie jeden fortschrittlichen Staat als Feind an. Eine Sichtweise, die sich mit Elementen der Wall Street und der US-Machtstruktur deckt. Eine andere Form des Reaganismus wurde durch ihre Verbindungen zu Roger Pearson verkörpert, einem britischen Organisator der Northern League, einer rassistischen, narzisstischen angehauchten Gruppe aus den 1950er Jahren, die sich nach dem Prinzip der nordischen Vorherrschaft organisiert. Obwohl er in einem Bericht der Washington Post entlarvt worden war, als er 1978 die World Anti-Communist League leitete, wurde er 1981 von der Reagan-Regierung umarmt. Pearson arbeitete für die einflussreiche Heritage Foundation, die wir mehrfach erwähnt gehört haben, die das Weiße Haus und das Bildungsministerium von Reagan beriet. Er hatte auch eine Schlüsselrolle im American Security Council inne und arbeitete mit hochrangigen pensionierten Geheimdienstlern zusammen. Die Rolle von Pearson als dem Vorsitzenden des WACL war kein Einzelfall. Er hat auch rassische, eugenische Prinzipien verkündet in seinem ganzen Leben. Er sagte, Eugenik sei notwendig, um alle minderwertigen Rassen auszulöschen. Das war die Führung der Antikommunistischen Liga 1970. Die Weltantikommunistische Liga wurde 1966 von der CIA gegründet. Ihre erste Konferenz fand 1967 statt. Ihre ursprüngliche Gründung war die Asiatische Antikommunistische Volksliga, die 1954 von den Diktaturen Südkoreas und Taiwans ins Leben gerufen worden war. Im folgenden Jahr schloss sich die Asiatische Liga mit dem antibolschewistischen Block der Nationen zusammen. Moss hat ja davon gesprochen, um die Grundlagen für die weltweite Antikommunistische Liga zu schaffen. Dieser ABN war 1943 unter einem anderen Namen im Bündnis mit dem Dritten Reich gegründet worden und umfasste militärische Einheiten des ungarischen Pfeilkreuzes, der bulgarischen Legion, der rumänischen Eisernen Garde, der baltischen Einheiten und der kroatischen Ustaschi, die alle unter der allgemeinen Führung der ukrainischen OUN-Banderisten standen. Alle diese Einheiten hatten vor oder während des Krieges sadistische Methoden des Massenmordes angewandt. Sie wurden gebildet, um der sich zurückziehenden Wehrmacht nach der Niederlage in der Schlacht von Stalingrad zu helfen. Während des Kalten Krieges bestand die ABN darauf, dass der Dritte Weltkrieg unvermeidlich sei. Das hätte ihrer Zielsetzung natürlich geholfen. Die ABN wurde auf der ersten WACL-Konferenz von Slava Stetsko vertreten, also der Frau von Jaroslav Stetsko. Letzterer war der OUN-Banderistenführer, der im Juli 1941 zu Beginn der Operation Barbarossa mit der Wehrmacht und dem banderistischen Bataillon Nachtigall beim Einmarsch in Lviv geholfen hatte. Der deutsche Offizier der ukrainischen Einheit war Theodor Oberlander, um sich als starke Verbündete des Dritten Reiches zu beweisen, begann die OUN mit der Razzia von Juden und roten Partisanen und dem Massenmord an allen, die sie gefangen genommen hatten. Stetsko rief daraufhin die Ukraine als unabhängigen Staat aus, der dem Dritten Reich gegenüber loyal sei. Deutschland hatte diese Aktion nicht gebilligt, sodass er unter Hausarrest gestellt wurde. Die OUN setzte jedoch ihre Aktivitäten fort und bildete die paramilitärischen Hilfstruppen der Polizei, die ukrainische aufständische Armee, die UPA, und die 14. Galizische Division der Waffen-SS. Die UPA war vor allem durch die Vernichtung von 100.000 Polen in Wolinien berüchtigt, bei der nicht nur Familien ermordet worden waren, sondern auch alle Spuren ihrer Höfe und jedes Anzeichen ihrer Existenz waren ausgelöscht worden.
Sie behaupteten, ihr Ziel sei eine reine Ukraine. Während des Krieges konnten Stetsko und Bandera, obwohl sie unter Hausarrest standen, zu Treffen nach Deutschland reisen, um eine gemeinsame Zusammenarbeit zwischen der UUN und dem Dritten Reich zu besprechen. Sie halfen bei der Planung der multinationalen Bemühungen im Jahr 1943, aus denen die ABN hervorging. Jahre später nahm Jaroslav Stetsko an der Gründungskonferenz der World Anti-Communist League teil. Während seine Frau die ABN vertrat, vertraten er und sein deutscher Kriegskamerad vom Bataillon Nachtigall, Theodor Oberlander, den Europäischen Freiheitsrat, European Freedom Council, Europäischer Freiheitsrat. Sie haben niemals drei Wörter gehört, die so stark missbraucht worden waren. Die Stetskos nahmen jährlich an den WACL-Konferenzen teil. Viele Jahre lang wurden sie in den 1970er und 80er Jahren von Bohdan Fedorak begleitet. Fedorak leitete die weltweiten Außenbeziehungen der UUNB in Warren, Michigan, einem Vorort von Detroit. Dort leitete er auch das ukrainische Kulturzentrum, in dem ein Denkmal für die UPA und die erste ukrainische Division, auch bekannt als 14. Galizische Division der Waffen-SS, erinnert. In seinem Zentrum veranstaltete er Treffen der Woche der gefangenen Nationen, die unter der Schirmherrschaft der ABN stattfanden. Um letztlich die Kriegsforderung zu unterstützen. Unter Führung der ABN. Einmal hielt er ein gemeinsames Treffen der Jugendsektion der lateinamerikanischen Todesschwadron-Einheit der WACL und der Jugendsektion der UN-Banderisten ab. Das war im Grunde das Netzwerk der lateinamerikanischen Todesschwadronen der WACL. Sie haben sich getroffen mit der Jugendsektion der UUN-Banderisten in diesem ukrainischen Kulturzentrum in Detroit. Die UUN veröffentlichte ein Foto von Slava Stetsko bei einem Treffen mit Sandoval Alarcon, dem führenden Anführer der guatemaltekischen Todesschwadronen und einem engen Verbündeten Taiwans, wie ein ausführlicher Bericht in Inside the League, einem Buch über die WACL aus dem Jahr 1986 belegt. Die guatemaltekischen Großgrundbesitzer und Generäle der Todesschwadronen sammelten 1980 nach Besuchen des amerikanischen Sicherheitsrates Geld für Ronald Reagans Präsidentschaftskampagne. Lev Dobrianski, Mitglied des amerikanischen Sicherheitsrates, war langjähriger Präsident des Ukrainian Congress Committee of America, UCCA, und half den Banderisten, diese Dachorganisation in den 1980er Jahren zu einer de facto Tarnorganisation zu machen. Dobrianski erfand auch die Captive Nations Week, eine Woche der gefangenen Nationen, eine symbolische jährliche Erneuerung der Verpflichtung Washingtons, jedes Land der Erde zu befreien. Für die 25. jährliche Woche der gefangenen Nationen im Jahr 1983 erhielt UUNB-Führer Jaroslav Stetsko eine Einladung ins Weiße Haus. Über die UCCA infiltrierten die Banderisten die Regierung von Ronald Reagan. Ein UUNB-Mitglied sagte mir in den 1980er Jahren bei einem Gespräch im Jahr 1985, er sagte, Sie müssen das schon verstehen, wir sind eine Untergrundorganisation. Wir haben Jahre damit verbracht, im Stillen in einflussreiche Positionen in den USA einzudringen und auch darüber hinaus. Bohdan Fedorak empfing auch George Bush Senior, als dieser 1988 für das Präsidentenamt kandidierte. Als er Bush vorstellte, verurteilte Fedorak die US-Ermittlungen gegen in den USA lebende Nazi-Kriegsverbrecher. Bush nickte, sagte aber nichts dazu. Fedorak sagte mir, dass er für ein militärisches Unternehmen arbeite, wollte aber nicht befragt werden. Ich hatte bereits von seinen Verbindungen zu zwei CIA-Professoren an einer örtlichen Universität erfahren. Einer von ihnen arbeitete 10 Jahre lang bei Radio Free Europe. Der andere war auf der Geografie der Ukraine spezialisiert. Letzterer nahm nach Angaben eines hochrangigen Offiziers, der an einem anderen College in der Region lehrte, an gemeinsamen Treffen von Militärgeheimdienstlern in der Region Detroit teil. Fedorak hat mir gegenüber diese Kontakte bestätigt. Das heißt, in anderen Worten,
Die Bandariten hatten beständige Zusammenarbeit und beständigen Kontakt mit der CIA, nicht nur in Washington. Die westeuropäischen WACL-Einheiten wichen nicht stark von der WACL-Norm ab. World Anti-Communist League, Weltliga gegen Kommunismus. Ein niederländischer Teilnehmer vertrat eine niederländische SS-Offiziersgruppe. Ein schwedischer Delegierter war während des Krieges in einer nationalsozialistischen Jugendgruppe und vertrat auf einer WACL-Konferenz eine rassistische Organisation. Der südafrikanischen Apartheid-Delegation gehörte Ivor Benson an, ein Korrespondent für eine nationale Nazi-Publikation in Washington, D.C. Die kanadische Delegation hatte die gleichen Verbindungen, die aus der Neonazi Western Guard stammten in Kanada. Einer der kanadischen Delegierten an der Weltliga gegen Kommunismus nahm auch an Treffen der Aryan Nations teil, der Arischen Nationen, einer bewaffneten Neonazi-Gruppe mit Sitz in den USA, deren Mitglieder Banküberfälle und Morde verübten. Sie vereinigte den Ku Klux Klan und uniformierte Nazi-Formationen in den gesamten USA. Bei einem Treffen der Aryan Nations, an dem ich 1985 teilnahm, wurde ein Film gezeigt, wie man Menschen vergiftet. Das ist die Weltliga gegen Kommunismus. In den 1970er Jahren vollzog sich in südkoreanischen und japanischen WACL-Delegationen ein Wandel. Zwei starke Persönlichkeiten, Ryoichi Sasagawa und Yoshio Kodama, traten an die Spitze der japanischen antikommunistischen Liga. Ihr Werdegang entsprach dem ihrer europäischen Kollegen. Kodama und Sasagawa wurden als Kriegsverbrecher der Klasse A verurteilt und festgehalten von den US-Streitkräften. Aber im Jahr 1948 wurden sie freigelassen, um die USA bei der Bekämpfung linker Gewerkschaften und politischer Parteien in Japan zu unterstützen. Sasagawa und Kodama waren die Anführer einer japanischen faschistischen Organisation, die in China operierte und das chinesische Volk tötete und ausblüterte. Sie wurden ziemlich reich, während sie ihre Fähigkeiten im Bereich des organisierten Verbrechens seit ihren Jugendtagen ausbauten. Sie bauten ihre Kriminalitätenaktivitäten zu mächtigen Syndikaten aus, die zum Aufbau der regierenden politischen Partei in Japan beitrugen. Im Jahr 1967 wurden sie durch die koreanische CIA, die der amerikanischen CIA untersteht, auch mit Sun Myung-Moon bekannt gemacht. Moon war ein sich entwickelnder religiöser Sektenführer in Korea. Er bildete sich ein, der zweite Messias zu sein und begann, Pläne zu entwickeln, um die Weltmacht zu ergreifen und eine Art ewige Theokratie zu errichten. Im Laufe der Zeit gründete er aber Organisationen und Unternehmen, um Einfluss in Japan und den Vereinigten Staaten zu gewinnen. Sein engster Mitarbeiter, Bo Hee Park, war der KCIA-Verbindungsmann in der koreanischen Botschaft in Washington, D.C. 1967 gründeten die Führer der faschistischen Verbrecherorganisation Sasagawa, Kodama und der Sektenführer Moon die Gruppe der Shokyo Rengo, was so viel bedeutet wie Sieg über den Kommunismus. Sasagawa führte den Vorsitz der Gruppe. Kodama war ihr Hauptberater. Ihre ausgebildeten Yakuza-Verbrecherbanden und Moons Sektenanhänger bildeten die Mitglieder. Also von Shokyo Rengo. Im Jahr 1968 wurde Shokyo Rengo zur japanischen Komponente der World Anti-Communist League. Moon baute seine Verbindungen zur US-Politik weiter aus, als er 1982 die Washington Times gründete, eine Tageszeitung in Washington, D.C., nachdem der Washington Star eingestellt worden war. Moons Investitionspartner war das südafrikanische Apartheid-Regime, das in den USA selten eine wohlgesonnene Presse erhielt. Dies verschaffte Moon ein großes Druckmittel in der Reagan-Regierung. Und Moon bot daraufhin Dutzenden von nationalen rechtsgerichteten Gruppen die Finanzierung mit dem Geld der Yakuza-Mafia an. Fast jede Gruppe nahm das Geld auch an. Dies trug zum Aufbau der rechten Kräfte in den USA bei, die Reagan 1984 mühelos wieder ins Amt gebracht haben.
Nun, all diese Elemente mögen den Anschein erwecken, dass die Wackles so extrem sei, dass niemand sie ernst nehmen würde. Aber das war bei der Reagan-Regierung nicht der Fall. Sie versuchte, die World Anti-Communist League aufzuwerten und machte es von einer Netzwerkorganisation zu einer Aktionsstelle, um Geld und Ressourcen für die Kriegsführung in Nicaragua, Mosambik, Angola und anderen Ländern zu beschaffen. Als Reporter, der die WACL-Konferenzen 1984 in San Diego und 1985 in Dallas beobachtet hat, konnte ich die Dramen miterleben, die sich dort abgespielt haben. Wegen der sprachlichen Unterschiede konnte ich manches nicht verstehen. Ich erinnere mich aber auch einige Auseinandersetzungen. Ältere Männer, ein halbes Dutzend, stellten sich vor als die älteste antikommunistische Organisation der Welt vor. Ich fragte sie nach ihrem Namen und sie sagten, sie seien die Legion des Erzengels Michael, was der ursprüngliche Name der rumänischen Eisernen Garde war. Sie lächelten, als sie sich in einer Versammlung von Menschen, als befänden sie sich in einer Versammlung von Menschen, die ihr Lebenswerk rechtfertigten. Ich erlebte Jonas Savimbin, Führer der UNITA, Verbündeter des südafrikanischen Apartheid-Systems, Feind der revolutionären MPLA, die Angola befreite. Er wurde auf der Wackel-Konferenz wie ein Held behandelt. Die Banderisten nutzten eine Reihe von Tarngruppen, um ihre Teilnahme an den Wackel-Sitzungen zu erhöhen. Im Jahr 1984 zum Beispiel hatten sie 9 Delegierte, 4 für die Ukraine und 5 von 3 Frontgruppen. Diese Mitgliedslisten sind übrigens draußen im Korridor zu sehen von diesen Wackel-Konferenzen der World Anti-Communist League von 1984 und 1987. Könnt ihr draußen lesen. Diese Treffen übrigens wurden vom Nationalen Sicherheitsrat der USA überwacht, der alle Geheimdienste der USA beaufsichtigt. 1984 nahm Roger Fain, ein Mitarbeiter des Sicherheitsrates unter Reagan, teil, und zwar höchstpersönlich, auf der die Kontramilitäreinheiten in Nicaragua, die Nicaraguaner umbrachten, um Hilfe gebeten wurden. 1985 fragte ich auf der Wackel-Konferenz den Konferenzvorsitzenden John Singlaub, wie die Diskussion über die Kontrahilfe im Wackel dem Weißen Haus bekannt gemacht worden war. Er sagte, dass er R. Lynn Rylander über die Diskussionen im Verlauf der Konferenz auf dem Laufenden hielt. Rylander war ein hochrangiger Beamter des Sicherheitsrates. Sie waren über Telefon beständig in Verbindung über den Verlauf dieses Kongresses. Singlaub ist selber eine ganze Geschichte. Von 1969 bis 1971 leitete er die Special Operations Group, Sondereinsatzgruppe, eine paramilitärische Operation der CIA in Südostasien. Zu ihren Aufgaben gehörte die Auslöschung von Dörfern, von denen man annahm, dass sie den Vietcong unterstützen, die Durchführung psychologischer Operationen und geheimer Operationen in Laos und Kambodscha. Alle ihre Aktivitäten waren geheim und selbst heute ist nur wenig zugänglich. Es genüge zu sagen, dass die SOK knallharte Killer waren. Singlaub sagte über sein Leben, es sei der Kriegsführung niedriger Intensität gewidmet. Kriegsführung niedriger Intensität in einer Sondereinsatzgruppe in Vietnam bedeutete, dass nur eine Seite bewaffnet ist und die andere Seite getötet wird. Die USA haben seit dem Zweiten Weltkrieg die weitestreichenden Netzwerke des universellen Faschismus geschaffen, die es je auf diesem Planeten gegeben hat. Das haben die USA getan. Ihr Ziel ist es, die Macht zu sein, die Art jeder Regierung auf jedem Kontinent bestimmt. Mit der enormen militärischen Macht, die ihr zur Verfügung steht, ist sie in mehr Länder eingedrungen durch Invasion, hat mehr Menschen getötet und mehr Staatsoberhäupter gestürzt oder ermordet als jede andere Nation oder Kombination von Nationen in den letzten 75 Jahren. Würde man die Militärstützpunkte aller Nationen außerhalb ihrer Landesgrenzen zusammenzählen, käme man weltweit nicht annähernd auf die Hunderte von Militärbasen, die die USA außerhalb ihrer Grenzen unterhalten.
Brauchen die USA wirklich Militärstützpunkte in Deutschland, Italien, am Schwarzen Meer, in Belgien, Afrika, auf den Philippinen oder in Südkorea? Wie erklärt dieses Ausmaß an Macht das Bestreben der USA, die Banderisten an die Macht zu bringen? Die USA unterstützen diejenigen, die die Verherrlichung von Bandera in die Klassenzimmer der Kinder bringen in der Ukraine, zu den Statuen in den Städten und zur Ausbildung, Ausrüstung und Finanzierung der militärischen Formationen bringen, die das Erbe von Bandera beanspruchen. Die USA hilft bei der Nazifizierung von der Ukraine. Man kann nur zu dem Schluss kommen, dass die USA feindliche Kräfte an den Grenzen Russlands haben wollen, die für Aktionen mobilisiert werden können. Ein gemäßigteres politisches System ist möglicherweise nicht bereit, ukrainische Menschenleben für globale USA-Zwecke einzusetzen. Die Banderisten sind also in der US-Maschinerie integriert und sind ganz entscheidend, um die Ziele der US-Machtbestrebungen zu erreichen. Wir sind Zeugen einer expandierenden NATO. Sie hat schon immer unter falschen Vorwänden existiert. Sie sollte als das gesehen, was sie ist, ein Instrument der USA-Vorherrschaft in Europa und darüber hinaus. Von den Tagen, als sie von Washington aus von Hitlers Schlüsselgeneral Adolf Heusinger befehligt wurde, über ihre Rolle bei der Invasion des Irak und Afghanistans bis hin zur Aufdeckung ihrer faschistischen Geheimarmeen in der Operation Gladio, ist die NATO einfach nicht zu rechtfertigen. Ebenso wenig kann ein europäisches Land weiterhin zulassen, dass die USA irgendein Element seiner Außenpolitik bestimmen. Die amerikanischen Bürger haben die Pflicht, Kräfte für den Frieden aufzubauen. Die dortigen Bemühungen bleiben weitgehend unbemerkt. Wir müssen uns aber mit demokratisch gesonnenen Europäern zusammentun, um den Faschismus und die Kriege, die die USA auf diesem Kontinent verursacht haben, von der Bombardierung Belgrads bis zum Bürgerkrieg und der Auslöschung von Verbündeten in der Ukraine. Wir brauchen ein demilitarisiertes Europa, das für ein entmilitarisiertes, weltweites Leben denkt. Glauben Sie, dass wir da eine Wahl haben? Einen ganz herzlichen Dank an Russ für diesen hochinformativen Vortrag. Russ, du hast viele dieser, ja man kann es gar nicht anders sagen, dieses Panoptikums an Henkersknechten, Massenmördern, Holocaust-Tätern, Verbrechern tatsächlich erlebt. Du hast sie persönlich gesehen, hast mit ihnen reden können, sie interviewt. Mir stellt sich jetzt eine einzige Frage. Diese Menschen haben ja in den USA überhaupt nicht heimlich agiert. Die sind ja vollkommen offen aufgetreten, haben sich mit Präsidenten, Vizepräsidenten getroffen, Kongresse durchgeführt. Ist mal ein einziger dieser Personen, die ja in vielen Teilen der Welt mit Haftbefehl gesucht wurden, jemals für seine Verbrechen zur Rechenschaft gezogen worden? Okay. Ich habe leider keine Kopfhörer auf. Did anyone of this people who made massacres and war crimes and so on, did anyone of them put under justice in the United States and for trial or something like that? Die Frage wird nochmal wiederholt, ob irgendjemand von den Menschen, die zur Rechenschaft gezogen worden ist. Ich denke, sie sind dem Internationalen Gerichtshof ausgeschieden, als die US-Bombardierung von Belgrad und anderes Verhalten zu Gericht kommen sollte im Jugoslawien. Und die Vereinigten Staaten sprachen nur über Kriegsverbrechen, wenn es sich um Russland handelt. No. You heard what I said.
Ihr habt gehört, was ich gesagt habe. Es hat niemand mehr Verbrechen begangen auf diesem Planeten in den letzten 75 Jahren. Massenvernichtung von Guatemala bis Südafrika über Mosambik. Mosambik. Die US hat hier das Regime von Utah unterstützt, wo so viele Menschen getötet worden sind. Und die mussten niemals Rechenschaft dafür ablegen. Es gibt keine wirklich starken Kräfte, die hier für Rechenschaft verlangen. Beide Parteien arbeiten da sehr eng zusammen, muss man leider sagen. Ja, es ist davon auszugehen, auch wenn die Personen, die hier eben erwähnt und gezeigt wurden, vermutlich überwiegend nicht mehr leben. Ihre politischen Nachkommen, ihre politischen Erben sind noch da. Damit werden wir uns heute im Laufe des Tages noch tiefer beschäftigen können.